Hallo, und da sind wir wieder bei South Park, The Stick of Truth. Juhu, es geht wieder weiter. So, vorab Not, ich kann mich ja Gott umziehen. Und dabei kurz noch ein bisschen was quatschen. Weil ich wollte noch sagen, erstmal, wir haben die 400 Abo-Marke erreicht und es ist zwar jetzt so, dass die meisten von denen einfach nur mal so auf Abonnieren geklickt haben und sich das nicht wirklich angucken. Die Videos aber nur so, wenn wir auf geklickt haben. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist schon was Tolles, was so erreicht zu haben. Also, ist trotzdem was Tolles. Da ist man ein kleines bisschen stolz drauf. Ich meine, man kann schon sagen, die große Verdienst geht da, also großer Dank an Michi, dass er so viel Werbung gemacht hat und dann so also auf ich mein, Twitter so Werbung gemacht hat. Das hat die Massen angelockt. So, ist die Frage, ich glaube, ich gehe auf die Dartpfeile. Oder nehme ich lieber. Ne. Das ist die Frage. Ich glaube, ich dann nehme ich doch lieber die Dartpfeile und da auch hin. So, was wollte ich denn noch sagen? Genau, ich war jetzt gerade eben duschen und habe so mir ein paar Ideen gemacht, was ich so sagen könnte. Zu den neuen Zuschauern. Ich weiß, hier gucken jetzt nicht so sonderlich viele Leute zu, aber zu den Leuten, also ich weiß, das wissen dann bestimmt nicht alle. Also kann ja sein, dass ein paar sich damit nicht so gut auskennen, wenn zum Beispiel man gerne hier Videos weiter verfolgen würde und möchte und das nicht immer so ganz mitbekommt. Wenn man abonniert hat, kann man ja auf da neben dem Abo Knopf ist jetzt halt eine Glocke, auf die man ja klicken kann. Und dann kriegt man halt immer schön Benachrichtigungen, wenn ein Video gerade online gegangen ist. Das kriegt man halt ja nicht immer mit. Wird nicht immer angezeigt. Und wenn man halt die Glocke, auf die Glocke klickt, dann sollte das eigentlich immer angezeigt werden. Noch dazu, oh, meiner bekommen. Noch dazu. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. Geil, da können wir weiter spielen. Schule fällt aus. Und dann kann ich gerade noch schnell weiter erzählen, dass wir neben der Glockenfunktion kann man ja auch auf den Upload-Plan von uns gucken. Der befindet sich ja rechts, also wenn zum Beispiel auf dem Kanal Banner rechts oben kann man auf den grünen Link klicken, also auf eine grüne Schaltfläche. Da müsste denn der Upload-Plan sein, an dem wir uns eigentlich immer größtenteils halten. Aber eine kleine Meldung an die Leute, die vielleicht den Fußballmanager gucken. Der Steven, der ist jetzt momentan im Urlaub und da er noch nicht so lange hier bei uns mitmacht, hat er noch nicht so viel vorproduziert. Deswegen wird das jetzt erstmal ein paar Tage lang ausfallen. Good morning, Champ. Good morning. Ja, guten Morgen. School's been canceled for a few days, sweetie. Ich hab schon gehört. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Arschloch. Put a cork in it. Oh, look, you've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Vorteil.
Come on, son, get out there, make friends. Ich habe jetzt meine Mutter als Freund. Ist das nicht? Okay. Wir haben noch jetzt einen Vorteil. Was machen wir denn jetzt? Oh, oh my God! They came out of nowhere. There was a huge earthquake, and then there was burning in my yard. It's horrible. You don't understand. The elves. They took the stick. Nein. And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all. Fucking cheaters. Alles klar, wir werden neue Verbündete finden. Ja, Kenny. Aber Princess Kenny, auch wenn du so schön bist. Ich wähle doch lieber Batas als mein Begleiter. Denn er ist einfach krasser. 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 Denn es ist Badass. So, wir können zwar schnell rein. Boah, da sieht man schon das Alien-Raumschiff. Wir müssen dahin. Schön, dass er auch mit transportiert wird. Knappmannschuhe. Okay, da kommen wir nicht weiter. Neues gefunden. Jetzt ist die Frage, hatten wir mit der schon gesprochen? Shouldn't you be in school? Schule fällt aus. So, haben wir mit der schon geredet? Let's just keep this between us, okay? Because we're such good friends. Yeah, okay, wir sind Freunde. Und so schnell machen wir nur hier Freunde. Vielleicht mal so ein paar Secrets Areas freigeschaltet. Mal sehen, was wir mit der Schneeflocke gleich anstellen können. Vielleicht kann ich schon sagen, es ist jetzt gerade. Oh my god, you're so cute! Ach du Scheiße, ich bin so cute. Hey. Ich bin süß, hallo, Freunde, ich bin süß. Oh, Schnapper. Ja, warte. That one sounded like it hurt. Okay, hab ich schon. Es ist Mittwoch, kurz vor 11. Ich werde das nicht sehr lange spielen. Weil morgen Schule und so Ausflug, okay. Und ich muss ja vor allem jetzt schnell noch schneiden für Donnerstag. Kommt ja eine neue Folge South Park. Deshalb behalte ich das hier so ein bisschen in Grenzen. Für krasses Zeug hat, ne? Und ich denke mal gucken, ob ich das schön ausprobieren kann. Besuchen wir mal gerade den Taco Bell. Weil ich will Tacos. Oh. Kann man gar
gar nicht sehen. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's gonna open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, Mom? We know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? Und erstmal looten. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks. Thank you. Sorry. Okay, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Da kommen wir später wieder. That's enough. Go bug somebody else. Naja. Okay, ich finde, wir könnten jetzt uns noch mal ein bisschen um die Mongolen kümmern. Jetzt ist Zeit, gegen die Mongolen zu kämpfen und später gegen die Goths. Erst Mongolen. Schnappen wir uns die dreckigen Mongolen. Es wird Zeit für Professor Chaos. Play water on the pond area. Bam. Ausgeschaltet. Exekutieren. Halt die Fresse. Und down. Den ganzen Turm säubern.
Defeat yourself. What if we just make friends instead? Wir werden keine Freunde mehr. Direkt mal wieder Professor Kors. Ich mag einfach dieses Fähigkeit. Einfach was liegt denn da? Fucking OP. Egal. Ob du stehst? Ob's so früh, egal. Hey, I'm lucky! Ja! Ui! Ui! So. Keine Herausforderung für uns. Cheat yourself. It's in Shudurk, Bishpan. Okay. Chatterim Chinir Tutlino. Der war kein Schaden mehr. Mongol to dar bitki dajik nuj bai. By the hammer of butters! Whoa. We'll see if it works! Bully hoo! Und das Finale. Keine Chance. You think we were too hard on him? Nee, es geht noch viel härter.
Achso, man muss das in der richtigen Reihenfolge machen. Oder? Hä? Sag mal, wie blockiert? Ah. Was wird Duschbeck oben auf dem Dach des Turms erwarten? Wird er die Mongolen endgültig besiegen? Und wird er es schaffen, den Stab der Wahrheit zurückzuerlangen? Und vor allem, wird der neue Taco Bell nach seiner Fertigstellung Enchiridus verkaufen oder nicht? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!